Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Gran Turismo 7 Geld super schnell verdienen. Ja, das ist ein Geldtrick für Gran Turismo 7, was jeder Spieler schafft. Ja, das ist total leicht und einfach. Ich zeige euch das Ganze auf Weltstrecken. Dann sucht ihr da hier Amerika, bitte aussuchen. Und dann Special Stake Route X. Ja, dann hier den Clubman Cup 700. Da steht maximale Belohnung 30.000, aber es wird deutlich mehr sein wegen diesen Fehlerfreibonus. Da und versucht mal mindestens 700 LP zu haben, damit ihr das Rennen auch schafft. Wenn ihr das nicht habt, dann tunet ein bisschen im Tuning Shop. Ich empfehle dieses Fahrzeug, den Kamaroo, geht natürlich auch jedes andere Fahrzeug. Dieses Rennen ist ohne Begrenzung, also könnt ihr richtig tunen. Bis zum geht nicht mehr. Jo, starten wir los mit dem Rennen. Das Rennen beginnt, liebe Leute. Ja, und ihr seht schon, die Strecke geht nur geradeaus. Dann kommt eine kurze Kurve, wo man auch die ganze Zeit Vollgas fahren kann. Also ein Rennen, was eigentlich jeder schaffen sollte. Ja, einfach nur Vollgas geben. Ja, wir haben das Auto hier ordentlich aufgetunt. Also ihr seht schon, wie schnell wir an den anderen Fahrzeugen vorbeifahren. Ja, das Ganze ist hier überhaupt gar kein Problem. Wir überholen einen nach den anderen da, zack, am nächsten vorbei. Ja, also hier kann man eigentlich nur den ersten Platz schaffen. Und fehlerfrei ist hier auch gar kein Problem. Ja, das ist auch ordentlich schnell, das Fahrzeug. Ja, hat sich auf jeden Fall der Besuch im Tuning Shop gelohnt. Ich habe auch das Lachgas noch eingebaut. Das werden wir jetzt mal zünden, wenn es hier ein bisschen bergab geht. Dann schauen wir mal, auf wie viel km/h wir die Karre bringen. 93, 395, 400. Sehr gut. Und es geht weiter. 410, 411, 412 km/h. Ja, komm, ein bisschen noch. Ja, 413 haben wir. 413 km/h. Na los. Jo, jo, da haben wir die. 414. Na los, 1 km/h noch. 414 haben wir. Noch eins. Na, dann noch eins, bitte. Da, 415. 415 km/h. Ja, das Lachgas ist jetzt aufgebraucht. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell. 415 km/h. Ja, das ist ordentlich und natürlich geht sie die ganze Zeit geradeaus. Umso schneller, umso besser. Umso schneller haben wir das Rennen absolviert. Ja, jetzt kommt hier die eine Kurve, von der ich gesprochen habe. Aber da könnt ihr auch die ganze Zeit Vollgas geben. Ja, jetzt geht die Geschwindigkeit ein bisschen zurück, weil das Lachgas aufgebraucht ist. Aber es ist trotzdem noch sehr, sehr schnell. Überholen kann uns definitiv keiner mehr jetzt. Ja, ich würde mal vorschlagen, ich switche das Video ein bisschen vor, nicht dass es hier zu langweilig wird die ganze Zeit geradeaus. Ja, ich jetzt mal hier vorzwitschen und ja, sind wir hier gleich an der Ziellinie. Ja, ich bin das Rennen weitergefahren, natürlich fehlerfrei und jetzt fahren wir hier nach durch die Ziellinie durch und dann kommt auch schon die Siegerehrung, liebe Leute. Ja. Cooles Rennen. Wer gerne schnell fährt, genau das Richtige hier bei Gran Turismo 7, liebe Leute. Tja, dann schauen wir mal. Naja, aufgerundet sagen wir mal 5 Minuten. Pi mal Daumen. Und wir bekommen hier 45.000 in 5 Minuten. Ja, ist schon ein ordentliches Geld hier bei Gran Turismo 7. Dann habt ihr, sag ich mal, in 10 Minuten schon 90.000 und wenn er das Ganze hier eine Stunde macht, habt ihr 540.000. Ja, das ist ja schon mal ordentlich viel Geld, wo man schon eine Menge mit anfangen kann. Ja, und wem das Rennen vielleicht zu langweilig ist, für den habe ich jetzt hier noch eine Alternative, die ich euch noch schnell zeigen möchte. Ihr bleibt bei Amerika
und geht drüber auf Daytona. Dann haben wir hier American Sunday Cup 500. Ja, wir nehmen das gleiche Auto. Und hier geht es relativ zügig, bis wir hier Geld gewinnen. So, wir fahren hier nur 3 Runden. Geht echt sehr, sehr schnell voran auf jeden Fall. So, wir starten wieder wie vorhin, ganz hinten, auf dem letzten Platz. Wir müssen also alle Fahrzeuge überholen. Aber ihr seht auch hier, total leicht und einfach. Wir können jedes Fahrzeug problemlos überholen. Ja, haben auch hier das Lachgas gezündet. Ja, da seht ihr die Lachgasanzeige. Ja, wenn ihr das kauft, dieses Lachgas, dann müsst ihr auch in den Controller-Einstellungen euch einen Knopf aussuchen auf dem Controller, wo ihr das Lachgas haben möchtet. Ja, und jetzt haben wir hier gleich die 400 km/h geknackt. Jawohl, das ist richtig schnell hier auf Daytona mit dem Camaro. Ja, amerikanisches Fahrzeug, super coole Karre. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, die Karre zu kaufen, schön aufzumotzen. Macht echt viel Spaß, mit diesem Fahrzeug hier zu fahren. Ja, und falls ihr nicht mit Controller fahrt, sondern mit Lenkrad, dann müsst ihr da auch die Einstellung vornehmen. Aber das, denke ich mal, sollte kein Problem sein. Ja, also wenn ihr das Lachgas kauft, dann werdet ihr das irgendwie schon einstellen. Jo, letzte Runde, liebe Leute. Und dann haben wir auch hier dieses Rennen geschafft. Da seht ihr oben dieses Feuerwerk. Ja, das sieht echt cool aus. Wirklich super cool gelungen. Alles hier bei Gran Turismo 7. Jetzt überrunden war die hier auch schon. Ja, also so schnell, wie wir unterwegs sind hier, ist klar, nur 3 Runden überrunden wir die. Ah, Wahnsinn. So, noch in Zack vorbei. Und da vorne haben wir schon die Ziellinie. Ja, hat wunderbar geklappt. Hier erster Platz, ohne Probleme, fehlerfrei, ohne Probleme. In nur 2 Minuten das Rennen gemacht. Und für die 2 Minuten bekommt ihr 22.500. Ja, und wenn ihr das Rennen 5-mal macht, in 10 Minuten habt ihr schon 112.500. Ja, und wenn ihr das Rennen insgesamt 30-mal macht, also in einer Stunde, habt ihr 675.000. Jo, liebe Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo 7.